große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Himmler. Unter allen ausgerechnet Himmler! Der treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Mit dem Angriff Steiners wird das. Die Armee kann daher Angriff auf Berlin nicht fortsetzen. Wird das alles in Ordnung kommen? Bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Bringen Sie mir Fegelein! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Die neunte Armee wird nicht zurückgenommen. Unter euch ausgerechnet Himmler! Dann ist die 9. Armee verloren. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Als Feiglinge verräter bezahlen! Diese Verräter werden bezahlen! Des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vor. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Das Leben vergibt keine Schwäche. Früher oder später werden die Westmächte einsehen, dass nur wir die Bolschewisten aufhalten können. Ich will Fegelein sehen! Sofort! Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Das ist ein geschwätzter Schweinepfaff. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Unberechenbarer Künstler! All die anderen! Ja, 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 ja! Die Sowjetverbände in einem rücksichtslosen... Die 9. Armee verloren. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Rechnet Himmler!
Dutzende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Mit Ihrem eigenen Blut werden Sie bezahlen. Sie werden es saufen in Ihrem eigenen Blut. Das war ein Befehl! Der Angriff steigert war ein Befehl! Da sind Sie! Sie meinen Befehl drinnen festzuhalten! Oh, weiter ist das ganz gekommen! Da bin ich näher an den Belogen! Jeder hat mit Belogen zu machen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus.